Hallo Leute, willkommen bei Townsman. Dies ist Teil 2. So, schauen wir mal, wie unsere Bauarbeiter, wie weit die jetzt gekommen sind. Oh, dem fehlt was. Mal gucken. Steine. Eieieiei. Ich muss also Steine abbauen. Ob man das hier kann, das überprüfe ich mal. Wir müssen also eine Steinabbauhütte. Bergwerk? Ja. Okay. Im Bergwerk können je nach Standort Stein, Eisenerz und sogar Golderz gefördert werden. Golderz ist natürlich nicht schlecht. Wenn er durch Forschung freigeschaltet ist, kann ein Geologe die Rohstoffvorkommen wieder auffüllen. Das ist auch gut. Wir haben wohl nicht genug Holz. Oder? Das werden wir gleich sehen. Ich kann es hier bauen. Gut. Bau mal fleißig, damit der hier mit der Jagdhütte dann weiterkommen kann. Jetzt sind wir hier mitten im Herbst und darum ist es ganz blass geworden. Ja, er hat angefangen zu bauen, aber was brauchen wir eigentlich genau? Man kann auch schnell bauen. Aber dann muss man Kronen bezahlen. Und Kronen haben wir natürlich bisher viel zu wenig. Ab zur größten Not kann man sich das mal aufheben. So. Ja, was trägt er da lang? Entweder Fische oder Müll. Ne, er bringt hier was ins Schloss. Wahrscheinlich Fische. Hm, und hier ist Geld aufgestiegen. Das ist sehr gut. Wie viel Holz haben wir jetzt eigentlich? 14. Zwar nicht im Schloss, sondern in den Hütten. Also in den Holzfällerhütten, aber immerhin. Und die Bretterproduktion läuft ganz ordentlich. Oh, und Werkzeuge werden wir irgendwann selber bauen müssen. Ich sehe es schon kommen. Ich hoffe ja, dass das hier ein Steinbergwerk ist. Das habe ich jetzt gar nicht überprüft. Ich erinnere mich noch dunkel, dass ich früher sehr viele Bergwerke überall hatte. Das ist hier, das sieht aus wie Gold. Das ist gut. Mit Gold kann man bestimmt viel Geld verdienen. Da ist auch Gold. Und hier 1000 Gold. Ob man das direkt hier in Münzen umgewandelt kriegt, weiß ich allerdings nicht. Das sind 1000 irgendwas. Woran kann man die Steine erkennen? Ah, es gibt irgendwie auch noch eine Hilfe, habe ich gesehen. Genau, hier ist die Hilfe. Bauwerke, Rohstoffe, Baukosten. Ich guck mal. Ein Bergwerk an einen Steinhang bauen. Vielleicht müssen... Das muss wohl einfach nur ein Steinhang sein. Vermutlich habe ich hier schon Silber oder Eisenerz oder sowas. Mal gucken, ob ich noch ein Bergwerk bauen kann. Ah, hier steht es ja sogar. Das hier ist... Es steht aber nicht dabei, was es ist. Stein, Eisenerz oder Golderz? Das ist Golderz. Und ich nehme mal an, das sieht aus wie Steine und das sieht aus wie Eisenerz. Also ich vermute, ich baue hier gerade ein Eisenerzwerk. Aber das ist gleich fertig. Dann warte ich einfach mal ab, was es produziert. Irgendwann wird dann ja da stehen, was es produziert. Und dann baue ich gegebenenfalls hier irgendwo noch ein Steinwerk hin, wenn dieses hier ein Eisenerzwerk ist. Was natürlich nicht schlecht wäre, Bergwerk. Oh, ich kann es Steine abbauen lassen. Aber es ist potenziell ein Eisenerzberg.
Ich lasse es mal Steine abbauen. Aber jetzt brauchen wir Steine. Und später schalte ich das dann um zum Eisenerzbergwerk. Ah ja, hier, er will auch diese braunen Dinger. Gut. Das ist ja praktisch, dass man das zu Steinen umschalten kann. Ist ja eigentlich auch logisch, wenn man so ein Bergwerk hat, wo Metall so an einigen Stellen ist. Steine kriegt man immer. So, er kriegt hier schon einen Stein. Mal gucken, wohin. Direkt hierhin. Das ist doch praktisch. Sehr gut. Dann steht der baldigen Jagdhütte ja nicht mehr so viel in. Ja, 0 von 10. Aber er schaufelt fleißig. Das ist gut. Und ich sollte bestimmt nochmal ein normales Bürgerhaus bauen. Ein Wohnhaus. So, da ist ein Baum in der Nähe. Den mache ich mal weg. Tut mir ja leid um den schönen Baum. Aber sonst habe ich einfach zu wenig Platz für die normalen Häuser. So. So ein bisschen wollen wir uns ja hier auf dieser Insel ausbreiten können, bevor wir hier und da drüben anfangen müssen zu siedeln. So. Arbeiter für? Ja, offenbar schon. Ah, hier steht eins. Ich nehme an, ich habe einen noch übrig. Hier haben wir jetzt die Jagdhütte. Oh, er schießt das Reh. Ich hoffe, die wachsen nach. Und jetzt trägt er das Steg heim. Aber okay, wer Jagdhütten baut, muss mit geschossenen Rehen leben. So, das gehört zwangsläufig zusammen. Mal gucken, sehr viele Rehe wird er hier gar nicht finden. Tja. Gut, na, es läuft doch hier jetzt ganz gut schon. Ich probiere es mal mit einer Brücke. So. Nesttön! Mein Statthalter, solltet ihr einmal knapp bei Kasse sein, so bietet die Krone euch ein Darlehen an, um wieder zahlungsfähig zu werden. Das ist gut so, sehr gut. Aufgabe abgeschlossen. Okay, das könnte ich jetzt einlösen. Und ich habe 25 Prestige als Tribut entrichtet. Naja, ich mach das mal. Jetzt habe ich gar kein Prestige mehr, aber Geld. Vielleicht war das nicht so schlau. Naja, und wenn ich hier 500 abdrücke, der sammelt das schon. Das ist gut. Dann kriege ich gerade mal 3 Prestige. Vielleicht war das jetzt irgendwie eine Fehlentscheidung. So. Nee, ich will hier eine Brücke haben, die möglichst direkt läuft. Aber das geht wohl nicht. Ja, machen wir das so. Oh, eine Holzbrücke. Ich wollte eigentlich eine Steinbrücke. Na gut, falsch angeklickt. Aber eine Holzbrücke ist ja auch okay. Hauptsache, sie kommen da rüber. Und dann könnte ich ja mal einen Bauernhof bauen. Und vielleicht eine Goldmine. Ich denke, ich sollte erstmal eine Goldmine bauen. Und dann gucken wir mal, was wir mit der Goldmine anfangen. So. Aber ich schätze mal, Goldminen bringen Reichtum. Das war eigentlich schon immer so. So. Okay. Gucken wir mal, wie die hier vorankommen. Ja, ist wieder einer zornig, aber dieses Haus ist fertig.
hintereinander laufen lassen? Oh, 5-mal. Halte ich aber hier mal gleich die Maus auf der normalen Geschwindigkeitstaste. Nicht, dass da irgendwas aus dem Ruder läuft. Aber es scheint ganz gut zu laufen. So, dann bin ich auf Holz und Massen. Ah, und der Jäger, der rennt auch hierher, um Rehe abzuschießen. Das ist ja ganz praktisch, weil auf der Insel hat sich's, glaube ich, produziere Werkzeuge. Ja, gemacht. Wir müssen hier erstmal das Goldbergwerk ausbauen. Dann brauchen wir ein Steinbergwerk. Ich baue gerne. Reduzierte Feuer freigeschaltet. Okay, ich glaube, ich muss mal hier nach dem Rechten schauen. Hier läuft irgendein Zähler runter und da wird Gold produziert. Forschung freigeschaltet, neue Aufgabe. Produziere Werkzeug. Mein Lehnsherr, das Dorf sollte erweitert werden, damit eure Untertanen die Aufgaben erfüllen können. Eine stabile Wirtschaft zu haben, ist der nächstgrößere Schritt. Dafür benötigen wir Werkzeuge, okay? Ja, gut. Und das gucke ich mir gleich mal an, wie das geht. Der Bauernhof ist fertig. Oh, und hat schon ein Weizenfeld. Das ist gut. Dann brauche ich natürlich auch Mühle und Bäckerei und so. Und der macht immer zu Gold. Okay. Jetzt muss ich hier ein Steinbergwerk bauen, weil ich das für die Werkzeuge brauche, für das Eisenmaterial brauche. Bestimmt bin ich zu langsam mit dem Werkzeug. Passt irgendwie nicht so richtig hin. Kann man das drehen? Gebäudelager vor. Ach, Gewitter. Also da muss ich auch noch ein Lagerhaus bauen. Und ich muss mal hier die Tastenbelegung gucken, wie man dreht. Oh, hoch runter geht auch, nach oben, nach unten. Das muss ich, das gut, das nutze ich wohl auch. Reiter vor, Reiter zurück. Welche Reiter? Fotomodus F10, das ist gut. Was wollte ich? Objekte drehen. Aber ich glaube, das hat sich hier von selbst gedreht. Ja. Das heißt, hier kann ich nicht noch ein Bergwerk nehmen. Denn sonst hätte es sich von selbst gedreht. Wie schade. Kann man da vielleicht an der Ecke? Ups. Nee, da will ich irgendwo hin. Hier könnte ich ein Goldbergwerk bauen. Aber das habe ich ja schon. Tja, vielleicht muss ich es hier bauen. Anscheinend kann man nur an diesen Bergwerksstellen bauen. Oh, das war jetzt falsch geklickt. Komm, weg mit dir. Ups. Ah ja, also wenn man hier in dem Baumodus ist, dann kommt man nur mit den Tasten recht schlecht dahin, wo man hin will. Also es ist besser, wenn man sich hier erstmal hinbewegt und dann in den Baumodus geht. Und jetzt dreht sich's tatsächlich von selber um. Hier könnte ich aber auch bauen. Oh, Townsman. Was war das? Im Winter wachsen deine Felder nicht.
Das ist bedauerlich. Ich guck jetzt mal. Ich probiere das jetzt nochmal mit dem Bergwerk. Ach, meine Zeit ist längst abgelaufen. Aber jetzt habe ich das Ding umgedreht. Nee, da kann ich jetzt nichts hinbauen, weil da die Hütte ist vermutlich. Und hier ist zu wenig Platz. Na gut. Gebäudelager voll. Das ist wohl dieses hier. Nee, das ist nicht dieses hier. Da ist noch Platz. Dies hier ist wohl voll. Mal gucken. Okay. Eisenerz hat er wohl schon gebaut. Abgebaut. Und darum ist es voll. Okay. Dann... Aufgabe 4 geschafft. Ja, ja, ich weiß. Weiterverarbeitung. Schmelze. Dann brauche ich aber wohl auch noch eine Köhlerei. Ich weiß nicht, ob ich schon so weit bin. Köhlerei. Also ich kann jetzt ja mal mit der Köhlerei anfangen. Alles zu eng. An einer Stelle hängt es nur an diesem kleinen Knupser da. Dann mache ich den mal weg. Aber vielleicht würde der Wald dort sonst nachwachsen. Nun ja. Jetzt geht's. Aber es geht nicht, weil, was weiß ich, was fehlt? Irgendwas fehlt. Das müssten sie hier jetzt anzeigen, wie es und was fehlt. Nicht genug Holz, vermutlich. Ja. Na gut, dann müsst ihr erstmal mehr Holz machen. Der Fischer, ob der angeln kann? Ja, hier steht nichts von wegen, im Winter geht es nicht. Das hier sieht aber eindeutig so aus. Da muss ich natürlich auch noch eine Mühle bauen. Ah, hier könnte ich wählen, was er anbaut. Super. Und was hast du für ein Problem? Lager voll. Und was machen wir mit dem Golderz? Hehehe. Du schimpfst. Ja, ich weiß. Ich kenne mich noch nicht gut genug aus. Ich habe alles vergessen, was ich mal wusste. Also fast alles. Schmelze. Aha. Die Schmelze verarbeitet Eisen und auch Gold. Okay, und dann kann man eine Werkzeugschmiede machen und eine Goldschmiede. Und mit der Goldschmiede, das kann man vielleicht verkaufen. Feinster Schmuck. Ja, da gibt es ja jede Menge Zeug, eine Gerberei. Da werden die Tierhäute zu Leder verarbeitet. Und dann, was machen wir mit dem Leder? Tja, wir brauchen auf jeden Fall auch noch mehr Bauernhöfe, um eine Webstube und eine Schneiderei freizuschalten. Ja, ja, Leute, ich weiß, Leute, ihr schimpft mit mir. Ich komme halt auch wirklich langsam voran.
Jo. Ich will ja auch nicht allzu viele Fehler machen. Aber eine Köhlerei sollte ich jetzt schon mal bauen, jetzt wo ich hier schon Eisenerz und Golderz habe. Köhlerei. Ja, immer noch nicht genug Holz. Dann mache ich es mal etwas schneller. Ist vielleicht der Winter auch schneller rum? Steuereintrag. Okay. Ist das gut für uns oder schlecht? Also, müssen wir die Steuern an den König zahlen oder muss die Bevölkerung die Steuern an mich zahlen? So, da würde ich mir jetzt eine Anzeige wünschen, die mir auch die wichtigsten Sachen immer anzeigt, nämlich, ja, dass ich genug Holz habe oder so. Holz. Na, da müsste eigentlich jetzt genug da sein. Wir machen hier die normale Geschwindigkeit und die Köhlerei bauen. Ging das noch? Oder vielleicht ging es auch nicht. Und das war wegen was an... Wegen Platzmangel gesperrt. Aber ich möchte ungern diesen Baum hier opfern. Mir aber nichts anderes übrig. Jetzt. Wunderbar. Okay. Und hier haben wir jetzt zu viel Holz. Jawohl. Ob ich da einen Träger mehr einstellen kann? Ja, kann ich. Dann wird das schneller abtransportiert. Das ist doch gut. Und ich probiere es nochmal mit einer weiteren Fischerhütte. Und danach mache ich dann eine Schafweide. So. Na, hier ist doch prima. Arbeiter benötigt. Okay, ist es schon wieder soweit. Dann baue ich vor allem erstmal ein neues Haus. So. Okay, die ist sowieso pausiert. Dann lasse ich dieses hier pausieren und mache erstmal dieses Haus fertig. Hallo. Okay. Ja, ich denke, ich mache mal Schluss mit dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.